Willkommen zu einer weiteren Folge XCOM Enemy Within. Zuletzt haben wir... Ich habe keine Ahnung, was wir zuletzt gemacht haben. Es ist schon knapp einen Monat her, dass ich überhaupt XCOM gespielt habe. Ergo... Okay, wir haben einen Abholtrupp. Okay, oh, top. Das Spiel bringt mich rein. Oh, top. Starte Einsatz. Ich gehe davon aus, dass Sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. Ja, können wir machen. Ich baue mal meine zweite Garde wieder aus, ja? Und den Unterstützer. Weil der ist ja noch erste Garde. Die sind beide. Ne, der ist erste Garde. So. Dann der Schwere. Der Schwere nicht. Der dritte Unterstützer. Der... hier ist meine, keine Ahnung, wie vielte Garde. Okay, vielleicht nehme ich doch mal nicht unbedingt... Was habe ich hier denn? Sturm-Unterstützung. Das ist mein dritter Stürmer, dann ist auch mein vierter Stürmer hier, ne? Ist das korrekt? Ne, zweite Unterstützer, der zweite Schwere und der dritte Unterstützer, der vierte Unterstützer. Nee, warte mal, das sind der dritte und vierte Stürmer. Ja, dann machst du noch mit. Ach, du musst sowieso Psycho lernen. Oder Psy lernen. Also ich habe da zwei Stürmer und da... Ich weiß gerade nicht, wen ich noch mitnehmen soll. Ich nehme, glaube ich, noch die beiden Scharfschützen mit einfach. Fertig, Thema durch. So. Gegenstände abgeben, genau. So. Du... bist bewaffnet. Du wirst jetzt bewaffnet. Ein Respiratorring. Du das, das und das und das. Du hast. Habe ich überhaupt noch ein vernünftiges Gewehr für sie? Nö. Ja, das muss ich dann nochmal eben anschaffen. Oder, ja, eben anschaffen. Mein zweites Gewehr für die kaufen. Laserpräzisionsgewehr, schwerer Plasmawerfer, Legierungskanone. Ich möchte aber eine Partikelkanone, nee. Ich möchte ein Plasmapräzisionsgewehr. Und noch einen schweren Laser, schweren Plasmawerfer. Präventiv. Für den Fall, dass ich nochmal los muss. Wisst ihr? Ja, starte Einsatz, bla bla. Hier, zack, zack, Thema durch. Was habe ich da denn noch für Rüstung? Achso. So, so, ja, ich glaube, das kann man mal machen. Hoffe ich. So. Dann schauen wir doch mal, was das ist. Ich glaube, es war nicht mal Exalt, es war nämlich eine Ratsmission. Naja, müssen wir jetzt wohl durch. Okay, vielleicht ist es doch Exalt. Stimmt, ich hatte ja auch da einen Typen, den Stürmler, habe ich da ja drin, der wahrscheinlich unmenschlich viel AP hat. Pft, 17 AP ohne Rüstung. Einsatzgebiet vorgedrungen sind. Der Codierer verbirgt zwar momentan noch die Position unseres Senders, aber wenn Exalt ihn hackt, können sie auch den Sender. Die gleiche Map wie letzte Mal, ne? Und wenn sie auch den hacken, dann kommen wir niemals an die Daten ran. Ja, gut. Ich würde sagen, du mach's mal Gas. Und du sprint das auch mal hier hin. Ja, ja. Kannst du viel Schwachsinn reden, wie du möchtest. So. Du begibst dich nach da. Ich glaube, mit zwei Scharfschützen könnte das durchaus interessant werden, oder? So, du bist da. Du gehst nach da. Du bleibst da. Und du bewegst dich mit noch da. So. Dann wollen wir nochmal gucken, was Exalt macht. Wahrscheinlich nicht so viel, weil so extrem interessant gut waren die ja bisher noch nicht.
Oh, es ist nicht die gleiche Map. Ich muss jetzt, glaube ich, langsam aufpassen. Ich möchte wohl einen Stürmer haben. Du bist Stürmer. Du machst jetzt erstmal Sturm und Schuss und guckst mal hier. Safest das da. Weil dann können wir nämlich mit denen stumpf weiterlaufen. Ach, das ist eine Tür. Ja, das ist ja doof. Warum muss da denn jetzt ausgerechnet die Tür sein? Du begibst dich schon mal nach da. Und ja, du kommst noch mal hier mit rein in die Ecke. Du begibst dich ebenfalls nach da. Du begibst dich nach. Ja, auch nach da. Du begibst dich schon mal hier zur Tür. So, dann warten wir mal ab, weil irgendwann müssen die ja auch kommen. Ah, wenn man vom Teufel spricht, oh, da wäre irgendwo ein Raketenwerfer da reinzuhauen, ist wahrscheinlich nicht die klügste Idee. Alter, das Aim! Ist ja besser als ich bei COD. Sollen sie tun, ich muss jetzt erstmal in den Verschlüssler. Jemand versucht sich Zugang zum Codierer zu verschaffen, Commander. Wir müssen Exalt daran hindern, sonst finden sie heraus, wo sich der Sender befindet. OMG! Wie können sie es nur wagen, MK? So, mein Freund hier. Die müsste eigentlich dahin. Hallo. Du begibst dich jetzt einfach mal dahin. Mein Gott. Okay, jetzt ist es doof. Jetzt sind das nämlich ein paar viele und die kann nicht schießen. Und die ist in Kreuzfeuer, also. Erstmal begibst du dich jetzt dahin. Ich vertraue darauf, dass du genug HP hast. Ja, weil es wäre unglaublich bescheiden, dass du da getötet wirst. Machen wir Doppelschuss, vielleicht tötest du den. Schade. So. Und jetzt wird's nämlich witzig. Du mal erst auf den. Und tötest ihn nicht. Ich habe doch bestimmt einen Raketenwerfer, den ich da reinklatschen kann, oder? Boah, aber da würde ich auf jeden Fall irgendwas mitnehmen. Oh, hier wäre gut. Ja, klatsch den mal dahin. Wenn du genau da triffst, wäre das voll gut. Commander, der Codierer ist verloren. Exalt hat es jetzt auf den Sender abgesehen. Wir Shit. Aufhalten. Ziel wurde aktualisiert. Er hat genau dahin geschossen, wo er nicht hinschießen sollte. Naja, okay. Ne? Das ist jetzt natürlich blöd. Kannst du nicht mal zielen, AMK? Verdammt! Okay. So, hau weg die Scheiße. Warum könnt ihr denn heute mal nichts töten? Ey, das ist langsam ist zu viel. So, die haben jetzt alle quasi keine HP mehr. Komm, mach erstmal den hier vorne weg, wenn möglich. Ach, natürlich triffst du jetzt nicht mehr. Es sind vier Leute, die am Grunde keine HP mehr haben. Saul. Oh, weg. Wenigstens noch einer tot.
Ich denke, die werden es jetzt auf meinen Agenten absehen, oder? Oh nee, der läuft. Was ist der? Ja, der Agent wird aber Feuer bekommen, denke ich. Oh, doch nicht. Ja gut, die. Das ist auch nicht wirklich verwunderlich. Der kommt natürlich jetzt noch rein. Ja, das war mir klar. Sind in Position, um den Sender zu hacken. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie unsere Daten löschen. Da kommt auch ein feindlicher Top-Commander. Es wird irgendwie jetzt langsam ein wenig komplizierter, weil meine Leute nicht alle One-Hit. Was ich persönlich jetzt gerade nicht so geil finde. Ja. Du begibst dich da jetzt erstmal rein. Das ist mir gerade scheißegal. So. Ja? Du. Stich jetzt mal nach da. Und klopfst den Typen weg. Dankeschön. So, du haust den weg. Ist der nämlich auch tot. So. Was haben wir noch? Bist du jetzt immer noch in Feuerschutz? Ja, scheiße. Mach's mal hier. Mach's mal eben den weg. Tja. Hat wohl daneben geschossen. Macht er mal eben den miesen Trip, mal gucken. Ist der auch tot? Ist doch schön. Sterben alle. So. Du begibst dich hier zum Fenster mit. Dann können der nämlich noch schießen. Oh, sollte eigentlich reichen. Ach ja, und dich habe ich ja auch noch. Kannst du den vielleicht wegschießen? Das wäre cool. Geht doch, sehr schön. Oh, wen habe ich noch? Dich habe ich noch. Du begibst dich mit nach da. Und haust den jetzt weg. Du schaffst es natürlich nicht kritisch zu treffen, aber ist okay. Kann ich mitarbeiten. Oh, der wird sich jetzt wahrscheinlich... Oh, der hielt sich, okay. Ja, kann er auch machen. Habe ich kein Problem mit, ehrlich gesagt. Ja, der da hinten, der wird wahrscheinlich auch... Ach nee, der geht rein, okay. Und jetzt schießt er auf meinen Typen. Nö, der geht nochmal. So, der quatscht denn. Oh, da kommt noch einer. Der schießt dann auf meinen Typen. Ja, wie zu erwarten. Du gibst Feuerschutz. Da ich jetzt wissen will, was dieses 7er Ding ist. Ne, 8. 8? Okay, mach das einfach mal. Keine Ahnung, was das gebracht hat, aber einfach mal machen. Wisst ihr? Wie ich das ja durch eine Glastür auch nicht durchschießen kann, ne? Wie, der sieht da keinen? Okay. Interessant. Du kannst dich auf jeden Fall hier hinten hinbegeben, zu der Tür. Und da mal rausgucken. So. Ja. Feuer frei. Erster tot, darf glaube ich nochmal schießen. Und zweiter auch tot. Das ist mal Effektivität, Leute. Mach das mal. Du begibst dich mit nach da. Sagst den Quatsch. Du gibst dich jetzt nach da. Sagst den Quatsch. Thema durch. Na, der muss sich natürlich langsam was überlegen. Der kann schießen. Hat jetzt 6 Schaden kassiert. Der läuft nochmal. Ergo ist der nächste Runde tot. Aufgebot des Gegners, Commander. Wir müssen jetzt nur noch kurz durchhalten. Ja.
Verpiss dich. Mit zwei Scharfschützengewehren direkt draufgekloppt, ey. Der hat keine Schnitte. So, die kommen da durch die Tür. Raketenwerfer habe ich wahrscheinlich nicht mehr. Mach mal miesen Trip. Dann ist der tot. Schön. Auch die Psy-Fähigkeiten sind irgendwie witzig. Das gefällt mir. So. Du begebst dich hier mit rein. Du begibst dich nach. Weiß ich nicht, da? Du bleibst da. Und du begibst dich mal nach da. So, du fällst jetzt diese Tür. Oh, gehst natürlich draußen her. Ja, hi. Du gehst schon mal in die Richtung. Und zwar schnell. So. Jetzt sind noch drei, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne? Der kommt jetzt raus. Der kriegt erstmal direkt eine in die Fresse. Vielleicht auch zwei. Ja, das sieht relativ safe aus. Ja, tot. Okay, der erste, den ersten habe ich. Dann warten wir mal auf den nächsten. Oh, der bekommt auf jeden Fall auch noch zweimal. Der trifft schon mal. Und der ist dann schon tot und das war's. Bam. Easy, Leute. So. Der hat Psy-Agent erreicht. Ich möchte Gedankenkontrolle. Ich finde Gedankenkontrolle irgendwie witziger. So, Sarah Brown ist Corporal geworden. Ach, die war noch Soldat, die erste Runde. Krass. Das ist krass, dass ich die mitgenommen habe. Und Jan Chimak hat das natürlich wie immer gut gemacht. So. Verdeckte Operation. Das Ding kann also nur noch in China sein. Stopp, sorry. Also, hier der erste Punkt, ja? Nochmal. Der Exol-Stützpunkt liegt in einem Land, das du in Civilization 5 spielen kannst. Ha. Geile Geheimdienstinformation. Sehr, sehr realistisch, jo. Sehr, sehr gut. Den feiere ich ja gerade. Also, der Exol-Stützpunkt ist in China. Mal gucken, wann wir den machen. Mal gucken. Könnte ich nachher mal vorbeigehen. Psy-Tests habe ich jetzt aber noch. Der möchte 6 leichte Plasmagewehre. Ja, die kriegt er. Bau und kauf so Gegenstände. Leichtes Plasmagewehr. Brauche ich noch 5 Stück von, wenn möglich. Oh, oh, die sind teuer. Habe ich gar nicht das Geld für. Ja, das ist ja doof. So, Psy-Tests sind fertig. Ich habe immer noch nur einen mit einer Gabe. Gut, der ist jetzt schon auf der letzten Stufe. Fällt mir gerade mal so ein. Warte mal, ich hatte doch Einrichtung bauen, die Hyperwellenverbindung. Nach Aktivitätsscan. Wir haben ein UFO entdeckt. Hyperwellenverbindung. Ja, Sektoid und früh Mechtoid, Elite Mutant, Dynamant. Ja, scheiße, keine Lust. Ich werde mal eben speichern und sage Dankeschön fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei XCOM Enemy Within. Hasta la vista und tschüss.